Willkommen zurück, dann hier wieder im Geschäft. Wir schauen dann mal, wo wir die Kontakte finden oder ob das überhaupt schon bei uns existiert. Müsste ja von den Systemen aus irgendwo angegliedert werden oder angezeigt. Ah, im Sephessa-Sektor. Dieses Systems ist ein riesiger roter Gigant. Wie Arcturus bei uns zu Hause. Leider viel abgelegener. Und erstmal scannen. Keinerlei mögliche Dinge gefunden, dann auf dem Tenestra. Tenesta. In den endlosen Kalziumwüsten von Tenesta gibt es zahlreiche Bohrvorkommen. Die wenigen Spuren von Landtrupps der Cat sind ausnahmslos Jahrzehnte alt. Viel Bohr. Ja, kann man gut gebrauchen für manche Sachen. Da ist Lebenseinsatz. Dann erstmal nach Chopsi? Chopsi? Kriegen wir das Sphärenmodell ja auch schon fertig. Also erledigen wir beim nächsten Besuch auf der Nexus. Da müssen wir nicht extra nur deswegen wieder hin. Anomalie geortet. Chauffise oder Chauffise. Die dichte Atmosphäre von Chauffise fängt die Hitze von Sephessa ein und bewahrt sie. Die Oberflächentemperatur ist nach menschlichen Maßstäben sehr gering. Im Vergleich zu den meisten anderen Planeten des Systems ist es jedoch regelrecht warm. Sonde unterwegs. Ich habe etwas gefunden. Biomaterialwachstum. Riesige Kolonien dieses Schimmelpilz wachsen tief unter der Oberfläche von Chauffise und füllen Höhlen aus, die bis zu 6 Kilometer lang sind. Oh mein Gott. Das ist Riesepilz. Ich empfange etwas. H119 herrscht aufgrund seiner Größe und dichten metallischen Zusammensetzung eine viermal höhere Schwerkraft als auf der Erde. Trotz der Gefahren können sich Bergbauoperationen möglicherweise ins Lohnen erweisen. Da ist wieder was. Sonde gestartet. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Ein großes Metallvorkommen. Kupfer ist ein Halbedelmetall, dessen hohe Leitfähigkeit es für viele Zwecke verwendbar macht. So, noch ein Planet. Nadinor. Boah, die Sonne dort sieht echt geil aus. Nadinor. Nadinors Oberflächentemperatur variiert stark, abhängig von lokalen vulkanischen Aktivitäten. Abseits der Lavaströme kann es in der felsigen Landschaft eiskalt sein. Lebensplünderer Trümmerfeld. Mehrere unregelmäßige Flugbahnen legen nahe, dass das Feld durch wiederholten Abwurf von Müll entstanden ist und nicht durch ein einziges explosives Ereignis. Signalstörungen und planetare Hintergrundstrahlung verhindern präzise Scans. Es ist durchaus möglich, dass eines oder mehrere Schiffe hier unentdeckt bleiben könnten.
Anstelle von Jal. Wobei der eigentlich ganz gut jetzt, glaube ich, in die Mission reinpassen würde. Ne, nehmen wir den mal mit. Okay, wir können gehen. Irgendwohin. Das ist meine Sache. Ich kümmere mich darum. Irgendein Zeichen von den Piraten, die meinen Kontakt verschleppt haben? Wir haben zu viel Hintergrundstrahlung. Da draußen kann sich alles Mögliche verstecken. Der Orbit ist voller Trümmer. Das passt. Es sollen Plünderer sein. Ich hatte gehofft, Bradley oder welche von unseren Kolonisten würden nachkommen. Mitkommen. Ich verstehe immer noch nicht, warum Sie es zuerst bei einem Außenposten versuchen wollten. Warum kein Einsatzteam? Wie gesagt, ich habe Verand viele Nexus-Daten gegeben. Wenn die Piraten die bekommen haben, wissen sie auch, dass ein Team kommt. Wir sind ein Team. Ich riskiere auch die Tempest nicht. Also würde ich auf Ihre Plünderernase spekulieren. Mit den Trümmern. Ich erkläre es in der Luftschleuse. Wir haben genug Zeit vergeudet. Ich sage, wir ziehen los, erschießen Piraten und retten Leute. Wir kriegen das hin. Wir haben lediglich eine Chance. Und ich werde das Beste daraus machen. Sie werden sehen. Wenn wir es richtig anstellen, bringen Sie uns genau dahin, wo wir hinwollen. Ich habe einen Plan. Ja, da bin ich jetzt aber gespannt. Mir gefällt dieser Plan nicht, Liam. Was ist schlecht daran, sich in zurückgelassener Fracht zu verstecken, um mitgenommen zu werden? Gut, wir wissen nicht, womit wir es zu tun haben. Die aber auch nicht. Trojanisches Pferd, ganz einfach. Was ist ein Pferd? Und woher wissen wir, dass da draußen Luft ist? Es gibt Luft. Oh, das ist nicht gut. Liam, Sie sprachen von Piraten. Das ist ein Kettschiff. Ein großes. Kleine Planänderung vielleicht? Kleiner. Okay, es ist ein Kettschiff, aber die plündern doch sonst nicht. Alarm, Liam. Das ändert nichts daran, warum wir hier sind. Verand finden und abhauen. Irgendwie. Alarm, Liam. Ich weiß. Rest zum. Meldung an Kellers, wir haben blinde Passagiere! Wir haben blinde Passagiere! Dieses Schiff wird definitiv nicht von Cat gesteuert. Ausschalten! So, wir sehen hier auch. Ich muss sagen, also diese neue Tech gefällt mir ganz gut, die wir da haben. Frachtraum! Was ist da unten los? Klingt, als könnten wir ein paar Antworten kriegen. Aber erst, wenn wir hier durchgesucht haben. Die haben nämlich einfach ausgeschlachtete Shuttles. Dieses Schiff war zur Bergung vorgesehen, wurde dann aber infolge unbekannter Ereignisse als verschollen gewendet. Seine Außenhülle ist noch intakt, aber mehrere Systeme wurden entfernt und könnten nicht repariert werden. Frachtentürraum. Diese Türen wurden offenbar mit modifizierten angaranischer Technologie abgedichtet. Ein derartiger Umbau entspricht der Vorgehensweise von Piraten und Plünderern. Frachtraum! Kettwinde, eine leistungsfähige Winde mit Massenreduktionsunterstützung. Sie ist nicht funktionsfähig, scheint aber derzeit mit Ersatzteilen instand gesetzt zu werden.
Kett-Adaptivbeschleuniger. Eine Mehrzweck-Schubeinheit, die Materialien beschleunigen kann, um Energie zu erzeugen oder einfache Manöver auszuführen. Ineffizient, aber modular verwendbar. Es ist nicht funktionsfähig, wird aber derzeit modifiziert. Hallo? Verschiedene funktionstüchtige Komponenten, die von der Kett stammen, sie scheinen momentan zerlegt zu werden. Kett-Adaptivbeschleuniger. Haben wir wieder so einen. Da oben soll dieses Kommunikationsrelais sein. Zum letzten Mal meldet euch. Wenn ihr die Buchttore wieder demoliert habt, mache ich euch fertig. Hier spricht der Pathfinder. Wir haben ihr Schiff geentert. Ergeben Sie sich. Oh, bitte? Was soll das? Schalt auf die Buchtkameras. Na, dann geht's raus! Blinde Passagiere, dieses Schiff ist Eigentum des Talon Wing. Und jetzt sind auch Sie unser Eigentum. Genau wie der Rest. Und von meinem Eigentum lassen. Das führt zu nichts. Was jetzt? Erschießen wir die Piraten und retten ihren Kontakt? Sie ist hier. Irgendwo. Ob Sie das Ding geborgen haben? Sie sind keine Cat. Sam, hast du uns? Nicht die exakte Position, Pathfinder. Trümmer und Strahlung stören die Scans. Toll, was jetzt? Wir müssen Varan finden. Hier lang. Wow. Okay, da lang. Kämpfen wir uns bis zu der Tür, durch die sie reinkam. Sind wir sicher, dass die Gefangenen dort sind? Irgendwo müssen sie sein. Ich glaube, ich habe von diesem Kellert und seinem Wing schon gehört. Soll ein kleiner Fisch sein. Das Schiff sagt was anderes. Ein Zufallsfund? Härtere Gegner! Points nom on then. Was haben wir denn hier? Angaranisches Bergungsgut. Verschiedene sortierte Stücke angaranischer Technologie. Sie stammen vermutlich aus einer einfachen Bergungsoperation. Lastkransteuerung. Der Lastkran wird irgendwo anders gesteuert. Für seine Bedienung ist eine externe Energieverwaltung verantwortlich. Kettkomponentenressourcen. Verschiedene Defektkomponenten und verbrauchte Ressourcen, die allem Anschein nach aus einer einfachen Bergungsoperation stammen.
Die Tür ist verschlossen. Können Sie sie an der Konsole öffnen? Na los, wir müssen Varan finden. Wir wissen noch nicht mal den Weg. Irgendwas muss doch mal klappen. So läuft das, wenn man aus den richtigen Gründen ein Risiko eingeht. Spind verbeult, der Rektor wird sauer sein. Das ist kein Witz. Ich habe uns blindlings hier reingeführt. Wir haben keine Orientierung und von nichts eine Ahnung. Und jetzt bekämpfen wir so ein Arschloch, das alle versklaven will, als ginge die ganze Andromeda-Scheiße von vorne los. Die Bucht ist verriegen. Es geht hier nicht um die Initiative. Wir sind hier, um zu helfen. Und wieso verteidige ich eigentlich Ihren Plan? Keine Ahnung. Ich lasse mich nicht ignorieren. Sag ich doch. Ein Arschloch. Das reicht. Lasst sie raus. Niemand ignoriert mich. Was für ein Arsch. Oh, shit. Liam, halt mich. Wie unpassend. An die Zugangspunkte, los! Brauchen Sie Hilfe? Ogi, das nenne ich Timing. Wir wären früher gekommen, wussten aber nicht, wie wir helfen könnten. Siedler sind keine Soldaten. Aber ein Schiffswrack mit mieser Abschirmung? Techniker haben wir, Junge. Oh, ein Spannungsstoß. Diese Bestie mag keine Störungen. Scheiße, Station, alles dreht sich! Liam, Pathfinder, alles okay? Ja. Ja, uns geht's gut. Wir standen nur kurz auf der Kippe. Jemand muss im Maschinenraum die Gravitation reparieren. Mach ich's eben selbst. Also, anscheinend haben wir Ihren Mann verärgert. Kümmern Sie sich um den Kampf, Liam. Finden Sie Varant. Wir halten das Schiff stabil. Ja, verdammt! Geile Scheiße! Ich muss sagen, die Mission ist. Wir haben die Karte verloren. Sam? Es ist schwierig, hier ein Prädiktionsmodell zu erstellen. Wände sind keine Böden. Ich fühle mit dir. Unsere KI hat Probleme? Ernsthaft? Ich wusste, dass sie kommen. Ich wusste, sie würden einen Weg finden, in den Kampf einzugreifen. Vorhin haben sie aber was anderes gesagt. Das war ein Moment der Schwäche. Haben wir den nicht alle irgendwann mal? Richtung? Klettern Sie darauf. Die Drehung hat uns einen neuen Ausgang verschafft. Wir haben ja richtig Glück, Liam. Das nehmen wir mit. Nein. Da, genauso seitwärts gekippt wie wir. Also kein Vorteil. Wachsam bleiben. Uns erwarten möglicherweise ziemlich viele Piraten. Das Schiff ist groß. Mit so einem Schiff kriegst du Rekruten ohne Ende. Mit Gravitation! Kämpfen Sie mit ihm darum. Meldung! Cap-Basis mit angaranischem Flickwerk. 40% Funktionalität. Höchstens. Teilweise ausgeschlachtet. Ausgeschlachtet und dann entsorgt. Ein Schrottkasten. Also haben sie ein Schiff gekapert, aber es im Prinzip kaputt gemacht. Sehr gut. Einsturz hinter uns. Dann müssen wir wohl notgedrungen weiter nach vorne. Das Positive daran ist, dass sich niemand von hinten an uns heranschleichen kann. So kann man es auch mal betrachten.
weit rauf. Moment, da ist eine Entlüftung. Die können wir sprengen. Woher wissen Sie das? Verant hat es erwähnt. Wie gesagt, sie studiert Tech. Und warum geht's davon nicht weiter? Sackgasse hinter der Tür. Ah. Ja. Es muss einen anderen Weg geben. Hinter uns, oben. Ich dachte schon. Kaum zu glauben, dass sie so ein großes Schiff verstecken konnten. Das liegt an der Strahlung und den Trümmern. Jeder halbwegs vernünftige Mensch macht darum einen großen Bogen. Aha. Ja, halbwegs vernünftig. Ah, verdammte Axt. Achtung, Sie kommen zunehmend besser zurecht. Wir auch. So macht man das. Sie sind eingesperrt. Erschießt sie und keine Ausreden mehr. Scheiße. Wir kümmern uns um die Tür. Sie kämpfen. Dieser Ort war ihnen zu schaffen. Gut, gleiche Voraussetzungen für alle. Scharfschützen hätten wir. Kümmern wir uns um den Rest. Okay, weiter geht's. Jetzt davon, du schildentziehender Piratenarsch. Pathfinder, Grace arbeitet an der Abregelung. Danke für die Chance. Sehen wir uns mal ein paar Daten an. Sehen Sie eine Steuerzentrale oder Konsole in dem Raum? Ihr Sam soll mir einen Scan davon schicken. Okay, dann geht's da hinten irgendwo weiter. Ich würde sagen, wir brechen hier kurz ab und machen dann im nächsten Part mit der Mission weiter. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin, sayonara.